Sieh dir das an! Diese Wex-Daten sind interessant. Es sieht so aus, als ob sie versuchen, auf Server zuzugreifen, die gerade nicht mit dem Cloud Arc verbunden sind. Haben wir überhaupt Systeme, die nicht miteinander verbunden sind? Eigenartig. Steht da, wo sie graben?
Nein, noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Datenpunkte. Los geht's, Hüter. Was haben wir denn da? Interessant.
Die Vex haben versucht, eine Air-Gap-Firewall in den alten Ishtar-Kollektivsystemen der Schleiereindämmung zu durchbrechen. Meiner ersten Untersuchung nach wurden diese Systeme durch eine Art von elektromagnetischer Störung gelöscht. Vielleicht haben wir aber in der Eile etwas übersehen. Lass uns herausfinden, wonach die Vex suchen. Weißt du, seit wir Kallus besiegt haben, denke ich viel mehr über den Schleier nach. Ich glaube, wir betrachten ihn als etwas Selbstverständliches. Er war schon immer hier. Wir dachten immer, das Ishtar-Kollektiv hätte es auf dem Exodus-Schiff mitgebracht, doch... Doch jetzt zweifelst du an dieser Vermutung. Anscheinend wusste Nezarek etwas, nicht wahr? Als wir im Vex-Netzwerk waren, sagte er etwas über... Savatun? In meinen Erinnerungen... tauchen Schatten von Savatun auf. Echos der Zeit, als sie und ich durch ihre dunkle Magie gebunden waren. Je mehr Zeit wir hier verbringen, desto deutlicher werden diese Schatten. Das Ishtar-Kollektiv hat den Schleier nicht hierher gebracht, Nimbus. Savatun hat ihn vom Zeugen gestohlen und ihn hier gelassen. Wahrscheinlich, damit das Ishtar-Kollektiv ihn findet. Warum? Warum sollte sie das tun? Ist sie nicht unser Feind? Das ist sie. Und dennoch ist sie zuweilen unsere Verbündete. Immer dann, wenn es bequem für sie ist. Und diese Bequemlichkeit ist es, die uns zusammenführt. Oder wie eine Freundin einmal sagte, die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist sehr schmal. Ach, irgendwie hasse ich das. Das tue ich auch. Hervorragend. Das Terminal ist funktionsfähig. Ich habe deinem Geist eine Data-Mining-Anwendung geschickt. Lade sie hoch. Mal sehen, was wir finden können. Keo Maessi. Persönliches Logbuch. Beiläufig. Maya ist gestern mit der Exodus Indigo angekommen. Ich sollte erleichtert sein, aber in Anbetracht der aktuellen Situation empfinde ich kaum etwas. Wir sind gerade auf dem Weg von Hyperion zur terraformierten Oberfläche des Neptuns. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Wir wissen nicht mal, was wir verloren haben. Der Funkverkehr ist kaputt. Es herrscht überall nur Stille. Wir sind vielleicht alles, was übrig ist. Maya hatte mit allem recht. Der Kult, das Ende, wie wir überleben werden. Ja. Kiyoma Essi war eine der Gründerinnen von Neomuna. Ein Teil der Stadt ist nach ihr benannt. Das ist, als würde man eine Legende hören. Kiyoma Essi und ihre Frau Maya Sundaresh waren mir bekannt. Sie waren Forscherinnen des Ishtar-Kollektivs auf der Venus während des Goldenen Zeitalters. Ist das alles? Nur das eine Logbuch? Ich will das jetzt zwar nicht unterbrechen, aber Feinde sind im Anmarsch. Überall tauchen Besessene auf und Quäler! Ein Quäler ist auf dem Weg zur Anlage.
Hüter, neutralisiere den Quäler. Wir dürfen diese Daten nicht verlieren. Quäler ist besiegt und das Gebiet ist sicher. Die restlichen Logbücher von Dr. Essie sind jedoch verschlüsselt. Sie benutzt einen adaptiven Wex-Algorithmus, um sie zu schützen. Es wird einige Tage dauern, bis ich sie durchdringen kann. Was auch immer das ist, es muss wertvoll sein. Hüter, ich schlage vor, du schaust später nochmal vorbei, um zu erfahren, was wir herausgefunden haben.